schon gesagt, es ist nicht Robert gewesen. Wenn das nämlich Robert wäre, dann hätte er mit Sicherheit nicht den Helm aufgelassen. Scheiße. Es ist genau da unten. Okay, die haben mich nicht gesehen. Nein, warum bin ich denn da jetzt runtergefahren? Alter! Mann! Soll die Scheiße! Ich werde da jetzt hinlaufen, ich werde einfach dann jeden killen, der mir folgt. So, jetzt müssen wir aber noch Robert Desable, Desable finden und töten. Ja. Okay, warum? Ich hab die falsche Waffe. Ich wollte eigentlich mein Langschwert um. Zieh dir mal. Scheiß rein. Ah, ja. Ah, jetzt war das. Mal sehen, ob ich jetzt. Ich habe jetzt nur eine halbe Stunde zum Aufnehmen, kann ich noch machen. Vielleicht noch eine Viertelstunde drüber, je nachdem. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich das jetzt noch schaffe, weil sonst müsste ich noch eine neue Aufnahme machen. Darauf habe ich eigentlich jetzt. Das hatte ich eigentlich versucht, nicht zu machen. Es war eine Falle. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir haben keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maisyaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja, es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder. Die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Masyaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie ein Schild. Er verbirgt etwas vor uns. Etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masyaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Arsur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen. Okay. Dann auf nach Arsur. Gut, dann muss ich jetzt aber erstmal hinlaufen. Wann wird er mit dem Unsinn auf? Ja. Wow, cool. So war das nicht geplant, aber. Ja. Naja. Ich wollte ja euch wegstoßen. Oh, wo bin ich denn hier? Bewegung!
Eigentlich will ich nur aus der Stadt raus, aber dafür bräuchte ich ein Stadttor. Da ist es nicht. Was, ich werde müde? GG, GG, ja, GG. Genau. Alter, ich will doch nur ein fucking Stadttor finden. Da. Hallo. Gottloser Heide. Das kostet dich den Kopf. Geschwind. Gibt's ein Pferd? Ja. So, da war ich wohl ein bisschen schneller wie ihr. Bam, umrempeln. Umrennen, stempeln. Es geht doch ein bisschen schneller mit einem Pferdchen, als wenn ich hier nur zu Fuß unterwegs bin. Ja. Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer zu erreichen. Fassaden erklimmen dagegen. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, nach Assur, okay. Hat sich dann wohl schon erledigt, Frage. Also bin ich doch richtig gewesen. Die anderen waren ja Schnellreise-Dinger. Und hier reite ich ja selber dorthin, wo ich hin will. Oder auch. Ja. Oh. So, das ist nur eine Gruppe dort. Ich dachte schon, die hätten hier so eine riesen Blockade gemacht. Da ist noch ein Pferd. Tausend Meter, ey. Gibt's irgendwann mal eine Abbiegung nach links? Dass ich mal näher kommen würde. Ah, jetzt aber in schnellen Schritten. So. Wow. Oh, was ist denn hier los? Okay, da gibt's nur. Lol, da waren nur Tote. So, das sind Passanten, die rempeln wir jetzt mal nicht um. Könntet ihr vorsichtiger? Ist auch ein Passant. Und? Ah, okay. Danke, dass ihr mir den Weg frei macht für mein Pferd. Ihr seid ja sehr freundlich. Ich will nur durchlaufen. Es geht ein bisschen schneller, als wenn ich mich jetzt hier mit den allen kloppen würde. Da ist sonst nichts zu tun. Ich rempel die einfach um. Reite ich richtig? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. Im Moment reite ich ja davon, aber davon weg. Das ist auch ein Templer. Oh, die laufen ja alle hinterher.
Das ist aber schön, dass ihr mir halt hinterherlauft. Hab ich irgendeine Abfahrt verpasst oder so? Also ich denke mal schon, dass ich hier richtig bin, ne? Hey, das ist mein Pferd in Ruhe. Na, euer Pferd, das hab ich von euch geklaut. Hey. Hoppala. Warum ist denn eigentlich die Map hier so drückt? Komme ich denn da hin? Also ich glaube schon, dass ich hier richtig bin. Verdammt, ist er schnell. Ja, ich bin schon schnell. Alles Übung. Ich glaube, ich reite einfach nochmal da hoch und dann reite ich mal weiter. Was sind denn meine Pferde? Ihr könnt mir nicht entkommen. Die haben jetzt nicht echt mein Pferd gekillt, oder? Ach, so ein Müll. Die haben mein Pferd gekillt. Toll. Ey, das ist doch jetzt Mist, Mann. Das ist doch jetzt Mist. Der da unten hat ja kein Pferd für mich. Aber den kill ich jetzt einfach mal. Eins werde ich. Was? Oh, das ist ein Pferd. Fünf Messer hat der Homo überlebt, ey. GG. Fünf Stück. Er lebt immer noch, wohlgemerkt. Stirb, Ungläubiger! Du wirst nie entkommen! Nein, hier bin ich nicht ganz richtig. Einer verfehlt! Das, denke ich, war der Weg von vorhin, aber... Wie komme ich denn jetzt dahin, Mann? Ich will erst nicht den Weg suchen. Vielleicht da hinten lang. Ich gehe mal da lang, schauen wir mal. Muss ich ja gucken, ich habe ja keine andere Wahl. Hier geht es nämlich dann wohl nicht lang. Das ist auch nur ein Templer, der da rumsteht, dumm rumsteht. Die ignorieren wir mal. Oh, dann gehen wir mal da lang, das sieht nämlich ganz gut aus. Initialisierung, okay. Also ich glaube, hier bin ich richtig. Hier komme ich richtig nah. Dementsprechend viele Truppen, die sind ja auch überall. Da bin ich über den Stein geschrüpft, geübt. Also mein Pferdchen ist geübt. Ah, na endlich. Wenn sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen sie deren Sichtkontakt. Aber Leute, ich werde jetzt hier die Aufnahme beenden, denn soweit ich weiß, passiert da noch mehr, als ich in Erinnerung habe. Ich sage dann mal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und dann das jeweilige Video.
Teilt es mit euren Freunden auf Facebook und Twitter. Schaut auf den Streamer vorbei. twitch.tv/panikucentorio. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der letzten Aufnahme dann. Ciao.